In Bremen ist das, wie ich finde, etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich eine Idee, die unter Schutz steht. Es steht dafür, dass die Bremerinnen und Bremer von Anbeginn an ihre Stadt selbst regiert und gestaltet haben. Man soll drüber stolpern und für ein Sekündchen mal nachdenken, irgendwie, wie sieht gute Politik aus, die nicht zum Krieg führt. Die Dame links hat die Augen offen und das Buch ist geöffnet. Das heißt, sie kann in dem Buch lesen, verkörpert die Vergangenheit, die Geschichte. Sie weiß, was früher passiert ist. In der Zukunft Vergangenheit links und rechts haben, was ist aber in der Mitte? Also was kommt in den Spiegel? Und wer eigentlich gegen wen kämpft? Das muss so ein bisschen erklärend sein im ersten Fenster, damit man in den Comic einsteigen kann. Und bei Frieden denke ich also, was denkt ihr bei Frieden? Taube. Individuum! Anpassen! Ja. Wenn wir dann nie zu einer Entscheidung kommen, werden ja, wir genau. kämpfen. Ja, genau. Individuum! Anpassen. Individuum! Geschichte in neue Kästchen reinkriegen. Wir haben uns einen Titel ausgedacht. Und hier, wenn man genau hinschaut, kann man sich selber sehen im Spiegel. Und wie auch im Spiegel im Rathaus ist es auch hier so, dass wir uns bewusst sein sollen, dass wir für die Zukunft verantwortlich sind und dass, wenn wir richtig handeln, in der Zukunft da Frieden herrschen wird und dass jeder die gleichen Rechte hat. Das, dafür steht auch übrigens die Rolandine für Gleichheit. Es liegt in unserer Hand!